Ahoi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Guide zu Lies of P. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Guide heute widmen wir uns einmal der Adeline-Questline. Dazu laufen wir einmal ins Opernhaus rein und wollen ja einmal die Stufen nach oben rechts abgebogen. Denn das erste Mal müssen wir jetzt erstmal zu ihr hinlaufen. Dafür hier die Treppen nach oben, immer weiter nach oben. Alles ganz schön eng hier und vor allem sind es auch sehr unangenehme Gegner. So, einmal hier nochmal rechts gehalten, durch den Gang und dann wollen wir links. Und dann möchten wir nämlich jetzt hier erst einmal die Stufen nach oben und durch die Tür durch. Und dann sitzt die Gute nämlich auch da und dann sprechen wir erstmal mit ihr und hören uns an, was sie zu sagen hat. Oh, who are you? You're not, I can't sing anymore. This riddles. I was fooled by Trisha. Oh, Patricia, I'm parched. So, die Gute möchte einen Apfel haben, deswegen sind wir jetzt hier wieder im Hotel. Einmal zu, Polendia und dort eben einmal den Apfel kaufen. Dafür braucht ihr übrigens die Versorgungskiste, Guide markiere ich euch in der Beschreibung. Mit dem Apfel im Gepäck wieder im Opernhaus angekommen, laufen wir erst einmal rein und geben ihr jetzt den Apfel. Darum hatte sie uns ja gebeten oder hatte gesagt, dass sie gerne ein Stück Obst haben möchte. Einmal hier wieder die Stufen überall nach oben gelaufen, den Weg kennen wir ja von gerade schon. So, auch hier wieder nach oben. Einmal links abbiegen und bei der nächsten Möglichkeit wieder rechts und durch den Gang. Und dann hier am Ende auch noch einmal links abbiegen. Und dann geben wir ihr jetzt erst einmal den Apfel. Oh, Patricia, I'm parched. Oh, thank you. So, und weiter geht es dann, wenn wir den Puppenkönig hier in dem Gebiet besiegt haben. Denn dann kriegen wir auch ihre Questbelohnung, meine Lieben. So, nachdem wir dann den Puppenkönig besiegt haben, ihr Lieben, starten wir wieder vorm Opernhaus, gehen einmal wieder ins Opernhaus hinein, damit wir uns natürlich auch ihre Questline-Belohnung abholen können. Einmal hier wieder den Weg nach oben gelaufen. Ja, ich glaube, ich brauche nicht beschreiben, ihr kennt ihn und seht ihn ja auch noch. Und die Belohnung ist auf jeden Fall sehr wichtig, meine Lieben, denn die brauchen wir unter anderem auch noch für ein paar andere Sachen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, die Questline zu machen. So, hier einmal links abgebogen und dann noch einmal links und dann haben wir die Belohnung auch schon da. Gemini verrät es schon. Wir haben nämlich eine weitere Schallplatte. Die brauchen wir natürlich auch für die Schallplattentrophäe, meine Lieben. Ich hoffe natürlich, wie immer, der Guide hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem ganzen Video doch gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst ein nettes Kommentar. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß im Lies of P und sage, macht's gut. Bis dahin.